Peng, 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 peng. Hallo, liebe Zuschauer. Hier ist wieder euer Ralf und mit dabei mein Baustellenkumpel Bernd, das Kastengesicht Monix. Hey. Lülü. Hey. Okay. So. Wir beide, Monix und ich, wollten uns nochmal bedanken für die zahlreichen Glückwünsche und die netten Worte zu unserer letzten Folge, unserem Brick Ricks Was? Wie kein Jubiläum? Haben wir noch nicht? Okay, egal. In der nächsten Folge vielleicht. Alles da. Wir sind hier zusammen auf der Baustelle. Wie heißt du eigentlich, Monix? Also jetzt hier Roleplay Ingame? Wie heißt du? Mein Name ist Bob. Hallo Bob, ich bin Bert. Bert ist so ein Bärtiger, der immer so, der hat immer kein T-Shirt an, aber so eine Latzhose, weißt du? Ah, da schauen okay. Die Brusthaare so vorne raus, weil Sonne und so, ne? Bert ist so ein rustikaler Typ, der immer so, der macht mal hier auch den Reifen mit der Hand ab, ne? Der brauchte keinen Schraubenzieher oder so ein Kram. Heftiger Typ. Und wie ist Bob so drauf? Wie geht Bob so? Bob ist ein Student, der gerade aus der Stadt gekommen ist und gerne ein Praktikum machen würde. Okay, dann. Hey Bob, schön, dass du da bist. Hat dich Martina vorbeigeschickt, ja? Ich habe mit Martina telefoniert, ja. Ja, ja. Die ja heute antreffen, um das Praktikum starten zu können. Ja, ja, ist kein Problem. Also, wie heißt du nochmal? Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Ich habe extra einen Aufkleber auf meinen Ach Tür. Ja, Bob. Danke, danke. Ja. Ich rufe mal, Moment, ich muss noch kurz mit Martina telefonieren. Einmal einen Augenblick, bitte. Okay. Ja, ja, hier, Bernd. Martina? Ja? Was hast du mir da für einen Lappen vorbeigebracht? Ich brauche jemanden, der was tragen kann. Nicht so ein Klappergerüst. Ja, da konnte ich doch nichts dafür. Den müssen wir auch nicht bezahlen. Na, dann ist okay. Mach's gut, Martina, ne? Heute Abend ein bisschen... Du weißt Bescheid. Okay, tschüss. Alles klar. So, Bob. Ich bin ja total glücklich, dass du da bist. Solche Leute wie dich brauchen wir. Dankeschön. Also, Bob, pass mal auf. Wir müssen die Baustelle hier freimachen, ne? Komm mal mit dir, Junge. Komm mal, pass mal auf, dass du nicht mit dem Sand fällst, ne? Nicht, dass du in so einem Loch stecken bleibst und ich den rausziehen muss oder so. Okay. So, komm mal mit dir rüber. Guck mal hier. Bob. Ne? Ja. Deine Eltern, ey. Hier, pass mal auf hier. Siehst du die Container hier, Bob? Ja, zwei Stück. Ja, die Container müssen da weg. Okay. Ja, und jetzt, dann fahren wir mal hier mit dem schweren Gerät hier. Hast du einen Führerschein, Bob? Wie gesagt, ich bin halt Student und... Okay, du hast einen Führerschein, sehr gut. Also, du setzt dich dann da rein, hab ich schon fast versprochen hier. Du hockst dich mal die Karre da rein, Bob. Okay. Und machst dich mal mit dem Ding vertraut, okay? Wozu ist das hier? Einfach probier aber mal aus hier, so. Vorsicht, der vorne ist ein Zaun, ne? Nicht, dass du hier kaputt machst hier, sonst muss ich Martina heute Abend eine Schelle geben. Hier ist... Da, ich hab mich mal... Okay. Bob, ich hock mich mal hier vorne rein, ne? Wenn es das gibt, hup mal. Okay. Oh, ja, Moment, hallo? Ja, das war nur falscher Knopf. Du hast gehupt, hallo, du hast gehupt? Ja. Warum hast du gehupt? Geguckt, was für ein Knopf das ist. Okay, du hast die Hupe, ja gut, kann man was probieren, kann man machen, ne? So, mal eine kurze Frage. Wie beginnen wir jetzt, die Baustelle zu räumen? Keine Ahnung. Ich meine, was haben wir für Möglichkeiten? Ich habe den Kran. Ja, du kannst den Kran benutzen, um den Container vorzuziehen und ich schieb den dann bis zur Straße. Okay, ich versuche den also mit meinem Kran hier anzuhängen. Wir müssen natürlich auf die Baustelle aufpassen und den Bagger da vorne müssen wir wahrscheinlich auf die Seite fahren. Oder wir fahren aber außen rum. So, Handbremse anmachen. Handbremse bitte. Ich mache wieder F9, damit ich das auch sehe. Mit Alt geht hier gar nichts. Wie kann ich... Scheiße, muss ich mich da hin reinsetzen? Normalerweise geht es doch mit Alt, oder? Ja, normalerweise. Aber es gibt halt Leute, die können es halt und machen das auch so. Aber ich glaube, du hast da noch Knöpfe, die du bedienen musst vorher. Ah, okay, warte mal. Gute Idee. Also hier im Fahrerhaus sind es nichts. Schauen wir, ob es da Knöpfe gibt. Ja, die Tür habe ich aufgemacht. Sehr gut. So, im Fahrerhaus habe ich nur ein Radio und Ersthilfekasten. Sieht nicht so aus, aber es kann immer nicht sein, dass ich den Kran nicht bewegen kann. Hinten links sind noch Knöpfe. Ah, okay, am Fahrzeug hinten, meinst du? Ja, aha. Also hinten links auf der linken Seite. Komm mal raus hier, Junge, zeig mal, sehe ich nicht. Ja, wie bitte? Komm mal, ja, Bob, komm mal rüber hier, bitte. Ja, einen Moment, aua. Bob, du hast eine Brille auf, komm mal rüber hier. Ja. Der Onkel sieht nicht so gut, guck mal, zeig mal die Knöpfe an dem Auto, bitte. Knöpfe am Auto? Ja, da war ich so Steuerle, bitte. Okay. Also ich kann nicht ganz entziffern, was es ist, aber ich schätze einfach mal, dass auf dem linken Knopf eine 1 steht. Ja, ja. Dann auf dem zweiten könnte eine 2 sein. Ja, auf dem zweiten eine 2, das ist ja mal außergewöhnlich hier die Beschriftung. Und auf dem dritten,
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, egal, du hast mir schon sehr geholfen, Bob. Geh mal wieder zurück. Alles gut. Danke dir. Okay. Danke dir, Bob. Aber die Shit. Das ist auch mal interessant hier. Ah, zwei. Ah! Ich bin mir nicht sicher. Ich will die doch nur hier Auswahl, diese Stützen. Ah. Okay, Vorsicht. Aufpassen hier so ein bisschen. Gell. Okay, ich kann hier mit 1, 2, 3 kann ich die Stützen ausfahren. Ja, Bob, ne? Ja. Ja. Wie bitte? Kann hier die Stützen ausfahren mit 1, 2, 3? Ja, Stützen, ne? Gut. Ja. Ist okay. Ah. Ja, ist auch eine Stütze. Ja, Bob, trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie ich den Kram benutze. Das war jetzt hier nicht so erfolgsversprechend. Vielleicht. Warte kurz. Also ich sehe hier oben am Kran hinten die Gelenke, die sind da. Ja, hier geht doch. Ohne Haltmodus. Oh, kacke. Warte. Oh, wo geht doch? Setz mich hinten rein oder vorne rein? Warte mal, warte. Du musst hinten drin sitzen. Also doch. Ja, aber ohne Halt. Ah. Oh, shit, warum? Habe ich jetzt ausgestiegen? Achso, weil ich wieder E gedrückt habe. Okay, ohne Alt heißt... Ganz normal, einfach WASD. Ja, wie geht das denn? Erklär mal, wie kann man denn das... Oh Gott, ist das langsam. Wie kann man das naja, machen? Naja, du kannst Gelenke und Sachen, die sich ausfahren sollen, oder Blinker, Lichter, generell irgendwie Sachen, wo du halt Optionen hast, kannst du auf eine spezielle Frequenz setzen, zum Beispiel 1. Und wenn du den Sitz dann auch bei 1 reinsitzt, kannst du quasi über den Sitz die Steuerung, die du angegeben hast, über diese Frequenz steuern. Okay, habe ich nichts verstanden, aber danke für die Erklärung. Bob, komm mal rüber hier, komm mal ran auf den Meter. Tu mal deinen Bagger, nein, mit dem Bagger. Okay. Du musst mit deinem Bagger jetzt mit der Schaufel vorne genau neben dem Container und dann mal runter, das Ding. Meinst du hier? Ja, so ist gut, genau. Pass mal auf hier, Bob. Noch ein Stück weiter vor, bitte. Noch ein Stück weiter vor. Bis zu mir hier. Weiter. Komm mal ran auf den Meter. Stopp! Oh. Sehr gut. Sollen wir aussteigen, bitte? So, jetzt setz dich mal da vorne in die Schaufel rein, mein Freund. So. Ja, Ralf hat's wieder nicht gepeilt. Muss erstmal die Fahrzeugsteuerung verstehen. Bild auf, Bild ab. Okay. Guck mal, die Klappe geht auf mit Bild auf, bitte. Die falsche Klappe. In Osmalt-Modus rausgehen. Okay. So, Bob, pass mal auf. Wow. Stehst du da oben gut? Ja. So halbwegs. So, Bob, du musst jetzt mal da hier auf den Container rauf. Hopp. Okay, sehr gut gemacht. Lass den mal hier so stehen. So, deine Aufgabe, Bob, ist jetzt die Haken an dem Container zu befestigen. Okay. Kommst du da hin oder muss ich da ein bisschen rüber mit dem Ding? Also, du musst noch ein bisschen rüber. Okay. Dann gucken, ob ich hier das Ding ausfahren kann. Mal ein Bild auf, Bild ab. Da gehen die Haken rein und raus. Alt-WS hat er gesagt. Na, also, guck mal, der Alte hat Alt-WS gesagt. Aber pass mal auf, da kommt der Kran rüber. Geh mal weg, geh mal. Ja. Pass mal, fahr mal weiter aus. Ich mach den in die Mitte, ne? Gut. Mach den in die Mitte. Warum bist du eigentlich manchmal so ein bisschen indisch angehaucht, Bob? Ich hab viele Geschwister, die aus Indien kommen. Ah, ich bin aber Deutsch hier. Kannst du ruhig Deutsch mit mir reden, ne? Hier, Bob. Gut. So, komm mal rüber hier. Mach mal die Haken fest hier, Bruder. So. Einmal. Zweimal oder so. Ja, das mit den Zähnen haben wir nicht so drauf heute, ich mag schon. Dreimal und viermal. So, Cheffe. Dreh mal um hier. Dreh dich mal um und guck mal hier so ein bisschen zum Loch, bitte. Ah, so ein schönes Bild hier, so ausgefällt mir gut. Ja. Finde ich gut hier. Alles klar. Ich fahre mal wieder zurück. Muss ich hier vorher runter, oder? Ja, du bleibst da drauf, Jochen. Du bleibst da drauf. Oh, okay. Ich bin ganz vorsichtig. Keine Angst, Mann. Martin hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen. So, Junge, pass auf. Achtung, bist du bereit? Okay. Wow. Ja, ruhig bleiben. Alles gut. Okay. So genau habe ich mir das vorgestellt. Tu mal hier die vorderen zwei hier Haken ein bisschen lösen. Kannst du da ein bisschen Seil geben? Kommst du da zurecht? Kommst du da hin?
Ja. Halt mal ein bisschen gerade haben, den Container, weil die Ladung da drin. Oh oh, die Ladung da drin sollte man es natürlich nicht kaputt machen. Ja. Kannst auch einfach. Ja, ich kann auch ein bisschen runtersetzen, wenn du willst. Dann können wir ein bisschen das mit dem Seil so. Ja, das wäre gut. Aber ich glaube, wir hängen hier irgendwo fest. Dann. Warte mal, ich komme rüber zu dir. Da erstmal hier den Bagger weg. Ich glaube, da hängt dann der Bagger fest. Nee, tut er nicht. Ey, was ist denn das hier, Mann? Aber wenn es nicht geht, ist, ey, guck mal hier. Ey, pass mal auf, brauchst du dein Kreuz nicht kaputt machen, so wie du da stehst. Dann regeln ja, wir schon gut. hier. Alles gut. Okay, dann müssen wir. Okay, ah, sieht gut. Ah, ja, guck mal, er schwebt, sehr gut. Jetzt musst du mal geschickt sein. Oh shit, der Bagger fährt da weg. Jetzt musst du mal geschickt sein, mein Freund. Jetzt musst du mal hier mal runterhüpfen, wieder in die Ladeluke hier, ne? Bist du bereit? Komm rüber hier, Junge. Höp. Ah! Oh! Sehr gut. Ah. So. Dankeschön. Bitteschön. So, Jungschen, jetzt passt auf. Jetzt musst du mal hier, kommst du mal hier mit. Ja. Hier haben wir jetzt hier die Lade, die Stützen hier für das Fahrzeug. Siehst du die? Ja. Die fahren wir jetzt wieder ein, ne? Okay. Ach, wir könnten mal gucken, ob wir das auf den Tieflader verladen können. Du willst einen Tieflader rausparken? Hast du einen Führerschein dafür? Oh. Sagen wir einfach mal, ja. Na, dann hol das Ding mal raus, mein Freund. Ist es der Tieflader, der uns bei dieser einen Folge fast 60.000 Views geschenkt hat? Du meinst den roten? Ich denke, weiß ja. Ich nicht. Okay, sehr gut. Dann, weil ich fahre jetzt mal, ich versuche mit dem Fahrzeug jetzt so wie es ist, einfach mal ein bisschen zu fahren. Ups. Der Kran ist halt so scheiße gesichert. Holy shit! Okay. Ey, fang dir nicht so nah ran, nicht so nah ran, nicht so nah ran. Dieses Ding dahin schwenkt aus wie Sau. Siehst du das, wie der sich dreht? Nee. Okay, bei mir dreht er sich die ganze Zeit, deswegen musst du aufpassen. Der ist bei mir nur am links-rechts schwenken. Okay, kannst versuchen, den rüberzuziehen. Ja, ich muss erstmal hier Handbremse anmachen. Okay. Puh, also das wird eine Action so. Ich würde den gerne irgendwie stabilisieren. Bei mir ist er sich nur am Drehen. Also das wird von meiner Sicht aus sehr schwer, denke ich. Okay, ah, jetzt habe ich die Stützen weggemacht, ne? Mhm. Nein, das war ich nicht, warte mal. Das ist eine sehr gute Idee, sowas zu machen. Ja, ich wollte ein Stück fahren. Ich habe ja nicht gewusst, dass du jetzt hier, dass der Bob hier einfach mal so... Das Skript ändert. Genau, mein Plan durchkreuzt, indem er einfach ein Fahrzeug spawnt. wie die Stützen rumbouncen. Ah, das hat sich schon mal viel besser funktioniert als vorhin. So, das wird extrem. Ah, nee, du fahr mal ein Stück zurück. Okay, so ist gut. Bleiben wir so stehen. Ich fahr einen Meter rein. Naja, das ist, ich hab das im Griff, Mann. Alles gut. Klappt das? Noch nicht ganz, weil der komplett schräg ist, der Container. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Fahren wir ein Stück zurück nochmal. So 2-3 Meter. Stopp! Oh, das ist perfekt eigentlich. Ah, jetzt drehen sie wieder in die andere Richtung. Ich werde versuchen, mal hier so abzulassen. Hast du Gottmodern? Nee, gibt's nicht. Okay. Doch, gibt's. Hab ich. Achtung, mach dich bereit. Ja. Oh, Papa, ach komm, warum ist das denn so schief? Oh. Also bei mir ist der fast... Naja, nee, doch nicht. Der hängt so total rechts auf der Seite hoch. Das ist ein bisschen... Warte mal, ich könnte versuchen, den mit dem Bagger noch ein bisschen gerade zu schieben. Siehst du den auch so schräg da drauf gerade, dass er so... Ja. Okay, okay. Was hast du mit der Schaufel gemacht, Mann? Wie hast du mit der Schaufel gemacht? Du warst... Ey! Geil, so. Vorsicht. Ja, was... Du musst mir Bescheid sagen, wenn ich irgendwas tun soll, ne? Nicht, dass ja, ich jetzt hier... Kannst du den einmal kurz, ganz kurz anheben noch? Also, dass er wieder schwebt? Ja. Ich versuch's, es langsam zu machen. Oh, stopp. Jetzt ein bisschen zu dir reinfahren noch. Warte. Da musst du ein Stück weg, weil du genau im Weg stehst. Oh, nee, jetzt hast du es noch schiefer gemacht. Warte mal, bleib mal hoch. Nee, ich würde sagen, ich zieh ihn hoch und du bleibst einfach da stehen. Somit vermeidest du schon mal, dass er jetzt dreht. Jetzt fahren wir ein Stück vor.
Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal ein Stück vor, nochmal ein Stück vor. Noch ein Stück weiter, dass du mit der Schaufel den nochmal drehst. Weiter, weiter, weiter. Perfekt, stopp. Ja, ja, Achtung, Achtung, Achtung. Hm. Den kriegen wir nicht gerade. Der will sich nicht gerade dahinstellen. Bei mir ist der gerade. Bei mir leider nicht, ey. Bei mir ist der. Ist er bei dir gerade, ja? Bei mir hängt er in der Luft noch. Ja, nee, ich glaube, das wird sehr schwierig, den da aufzuladen, ey. Also bei mir ist der gerade, aber der hängt noch in der Luft. Bei mir sitzt er schräg auf dem Anhänger drauf. Wir haben wieder leichte Sync-Probleme. Ja, aber das ist halt immer, ich habe den jetzt mal komplett hochgehoben. Ist er wieder in der Luft oder liegt er noch bei dir auf? Ja, der ist in Luft. Achso, ja. Weißt du, was wir machen? Ah, weißt du, was wir probieren können? Was denn? Das mit dem Sync wird wahrscheinlich nicht helfen, bleiben einfach da stehen. Aber wir lösen uns einfach die Haken. Oh Gott, bounced der, ey. Nee, ich krieg den noch nicht mal gerade auf die Erde, also das... Warte, ich drück den mal runter jetzt. Oh, komm. Wir haben gerade so drauf hier. Nee, das. Der mag. Also bei mir mag er nicht. Der ist. Da kannst du. Fahr ruhig dagegen, ja, mach ruhig. Also bei mir, jetzt kippt er eigentlich auf die andere Seite rüber. Jetzt liegt er fast so ein bisschen. Ja, ist egal. Okay, steig mal aus, komm hier. Ey, Bob, Bob, lass mal sein. Bob, Bob! Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Bob, komm mal raus jetzt hier, Junge. Ja, okay, okay. Also Bob, ich muss sagen, für den ersten Tag hast du dich gut geschlagen. Wo bist du? Ja, hinterher. Die Martina, weil ich sage, dass du gut gearbeitet hast, kriegst du vielleicht ein Pausenbrot morgen. Nee. Und liebe Zuschauer, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann machen wir gerne einen zweiten Teil draus. Na, hier. The Bob und da. Wie heißt ich überhaupt? Schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Und wenn ihr Ideen habt für Konzepte oder denkt, das heute war geiler Scheiß, lasst uns wissen. Schreibt es in die Kommentare. Liked bitte. Nee. Haut, ich wollte sagen, vergewaltigt den Like-Button, aber das ist ein bisschen pervers. Haut mal den Like-Button ordentlich, ja, mit allen euren Accounts, die ihr habt. Vielleicht knacken wir mal wieder die 500 Likes, würde mich tierisch freuen. Und danke, Monix, dass du mit am Start warst, a.k.a. Bob, a.k.a. der Inder, a.k.a. welche Rolle auch immer er spielen möchte. Wir sind draußen, ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Пошту всем пук, нахуй с носа.